Hallo alle zusammen, ich habe hier den Zoe Shure Heizlüfter. Den gucken wir uns gleich mal an. Erstmal möchte ich hier die App zeigen. Ich kann mit der App den Heizlüfter hier ein- und ausschalten. Ich kann das aber auch über die Echo. Heizung an. Über diese Echo auch durchführen. Ich kann hier bei der App die Temperatur. Ich muss hier mal ein bisschen zur Seite blasen. Ich kann hier bei der App die Temperatur einstellen. Ich kann aber auch sagen Echo, Heizung, Temperatur 30 Grad. Und man sieht sofort, hier funktioniert das sehr gut. Gucken wir mal, ob wir auch die Stufe verstellen können. Echo, Heizung, Level 3. Also die Stufe kann ich anscheinend nicht mit Alexa steuern. Habe ich aber hier die Möglichkeit, Level 1, 2 oder 3 zu machen. Im Level 3 heizt die sehr schnell hoch. Also ich habe jetzt hier schon, boah, absolute Hitze. Das funktioniert sehr gut. Ich habe hier noch die Möglichkeit, diesen Heizlüfter zu drehen. Und ich habe auch die Möglichkeit, sieht man zum Beispiel hier in der App auch, einen Countdown einzustellen, dass er nach einer Stunde ausgehen soll. Gut, möchte ich das Ganze ausmachen, habe ich auch die Möglichkeit, das direkt hier am Heizlüfter natürlich zu machen. Ich brauche nicht unbedingt eine App und ich brauche auch kein Alexa. Ich habe hier oben verschiedene Knöpfe. Erstmal machen wir, dass er aufhört, sich zu drehen. Ich kann hier oben einstellen, dass ich das Ganze kalt, warm, ja, oder sehr heiß möchte. Jetzt ist warm, sehr heiß, kalte Luft. Also ich habe ja auch normale Luft rauslassen. Und gucken wir uns die Rückseite auch noch einmal an. Ich habe hier die Möglichkeit, den Heizlüfter auch wirklich auszuschalten. Dann ist er auch mit dem WLAN nicht mehr verbunden und ja, funktioniert alles einwandfrei.